Hallo und willkommen zu einem etwas anderen Intro und zu einem etwas anderen Let's Play eines etwas anderen Spiels aus einer etwas anderen Zeit. Vision von 1992. 25 Jahre ist es her, seitdem dieses Spiel rausgekommen ist. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wann ich es gespielt habe, aber gut 20 Jahre musste das schon her sein. Und zwar ist das ein Werbespiel von der LBS. LBS hat in Auftrag gegeben, Rainbow Arts. So, Rainbow Arts, die Teil waren von Soft Gold, haben das programmiert. Und es hat außerdem noch einen Teil anscheinend Ad Games zugesteuert, die man. Ich kann ja mal zeigen, was da alles Tolles drin ist in der Box. Ist ein Poster drin. Und es sind Disketten drin. Und man staune. Es ist eine Garantiekarte drin. Ja, und das war's. Die Box hatte ich mir auf eBay ersteigert fürs Regal quasi. 30 Euro oder so hat es gekostet. 30 D-Mark hätte es damals gekostet. Ich glaube, es hatte original sogar noch weniger gekostet. Aber ich wollte das fürs Regal haben. Ich hatte es damals in irgendeiner Collection gehabt. Ich hatte es tatsächlich legal gehabt, ja. Also es war keine Raubkopie, die ich hatte. Aktuell ist es, glaube ich, so, dass man sich das Spiel mittlerweile als Abandonware oder vielleicht konnte man sich das auch damals schon kostenlos herunterladen. Da wird wahrscheinlich niemand was zu haben. Auf rechtlicher Seite kann ich natürlich da trotzdem keine Freikarte für geben, weil Abandonware immer noch so eine Grauzone ist. Das bedeutet halt in der Regel nur, dass sich niemand drum kümmert. Ja, dieses Spiel werden wir uns jetzt anschauen. Ich hatte das halt damals, ich glaube, auch sogar durchgespielt. Aber es juckte mir in den Fingern, das hier jetzt nochmal zu spielen. Aber noch was kurz vorweg zu der rechtlichen Sache, wen das interessiert. Denn Rainbow Arts Soft Gold, die Soft Gold sind ja pleite gegangen, sind an THQ verkauft, oder Soft Gold, weiß ich gar nicht, die sind auf jeden Fall an THQ gegangen. THQ ist pleite gegangen und wurde von Nordic Games gekauft. Und Nordic Games heißt jetzt THQ Nordic und die haben eine allgemeine Let's Play-Erlaubnis, weil sie selber ein Let's Play dazu machen will. Der sollte damit eigentlich auch im grünen Bereich sein. Ich weiß allerdings nicht, wie die LBS sich dazu verhält und ich weiß auch nicht, wie das mit Ad Games aussieht, die hier zumindest auf der Diskette draufstehen. Die haben nämlich den zweiten Teil auch ohne Rainbow Arts anscheinend gemacht und zu Ad Games habe ich überhaupt nichts finden können. Wenn man da auf Wikipedia nachschaut, dann findet man nur einen allgemeinen Artikel zu Werbespielen, aber nichts zur Firma. Also keine Ahnung, wem die Anteile da jetzt gehören. Müsste ich hier vielleicht mal in die Credits gucken, ob man da was findet. Das weiß ich nicht. Was jetzt für dieses Spiel wahrscheinlich uninteressant ist eher. Aber für das nächste Spiel, wenn ich auch ein Let's Play von Vision 2 machen will, dann wird das wahrscheinlich etwas interessanter werden. Wer also da Informationen zu hat, der möge mir das gerne in die Kommentare schreiben, damit ich weiß, wo ich da nachhaken müsste. Wo ich auch noch Hilfe brauchen könnte. Denn ich würde gerne auch noch Vision 2 fürs Regal haben als Box. Und ich würde Vision 2 auch sehr gerne als CD-Version haben. Von Vision 2 gibt es eine Box mit einer Diskettenversion und eine mit einer CD-Version, wie es aussieht. Ich würde mich zwar auch mit der Diskettenversion begnügen, aber eine CD-Version wäre noch cooler. Wer also so eine Box hat und die loswerden möchte, die würde ich gerne abkaufen. Wenn ihr aber auch nur wisst, in welchem Laden man die bekommen könnte, also vielleicht kennt ihr irgendeinen Retro-Laden, der die noch hat, da wäre ich auch für Hinweise dankbar. Denn ja, Vision 2 hatte ich damals, glaube ich, nur ganz kurz angespielt. Das hatte ich nicht original. Und das würde ich auch gerne noch nachholen, aber da wird einem jetzt das Leben etwas schwerer gemacht, sage ich mal. Das hier ist noch ziemlich einfach zu bekommen, auch auf eBay. Bevor ich aber jetzt mit dem Spiel loslege, noch was zu meinen anderen Let's Plays. Ich im Moment ja noch Divinity Original Sin am Spielen, da habe ich allerdings schon so viel gespielt, dass ich mit den YouTube-Videos quasi nicht nachkomme. Also ich könnte natürlich einfach alles auf YouTube knallen, aber ich wollte das bei 2 Folgen pro Tag belassen. Und bis ich da jetzt durchgelaufen bin und wieder in Echtzeit mehr oder weniger Sachen spiele und hochlade, dauert es ein paar Tage. Und deshalb hatte ich mir überlegt, machen wir da lieber was nebenher.
statt dass ich dann auf Kommentare nicht mehr reagieren kann, weil wenn man jetzt einen Kommentar schreibt, dann kann ich natürlich das in mein Spiel erst dann einbauen, wenn die anderen Teile durchgelaufen sind, weil ich ja logischerweise schon weiter bin. Also, ihr versteht, was ich meine. Das mache ich jetzt einfach mal parallel. Eigentlich parallel wollte ich Bounty Train weiterspielen. Mal Bounty Train ist eine andere Geschichte, denn das Spiel scheint mehr oder weniger tot zu sein, was jetzt dahingehend problematisch wird, dass ich ja an einem GameStopper-Bug hänge. Und ja, ich kann da nicht weiterspielen. Oder es sieht zumindest so aus, als wenn es da nicht weitergehen würde. Und ich habe die Entwickler angeschrieben, ich habe denen eine E-Mail geschrieben, mein Safe-Game geschickt, ich habe im Forum gefragt. Und jetzt habe ich dann auch noch, ich sag mal aus Frust, so einen Beitrag im Forum geschrieben, von wegen, hier ist das Spiel dann tot oder was? Ja, und anscheinend ist es tot. Also da kommt jetzt nichts. Ich warte da noch eine Woche, guck mal, ob da was kommt. Aber meine Befürchtung ist, dass das im Eimer ist. Und ja, dann kann ich das jetzt nur vielleicht ein bisschen rumfrickeln und werde das mit einem Review abschließen, aber empfehlen werde ich es natürlich dann nicht können, denn ein Spiel mit einem potenziellen GameStopper und mit Iron Man Modus, ja, das kann man einfach nicht empfehlen, wenn man dann halt mitten im Spiel, ja, sorry, geht nicht weiter hier, Spiel im Arsch, ja, toll, kann man halt nicht empfehlen. Damit ist dann das im Endeffekt gegessen, wobei das Review auch noch ein bisschen Zeit kosten wird. Und deshalb habe ich mich jetzt entschlossen, bevor ich jetzt quasi ein drittes richtiges Spiel in Anführungszeichen, das hier ist auf jeden Fall ein bisschen kürzer, bevor ich ein drittes Mammutspiel anfange, was zig Stunden dauert, wollte ich was Kurzes dazwischen schieben, was ich auf jeden Fall, oder was ich schon seit einer ganzen Weile nochmal spielen wollte. Ganz kurz was zum Inhalt von Vision, wie man ja hier auf dieser Packung schon sehen kann, haben wir hier eine Pyramide, die im Wasser schwimmt. Das ist eine riesige Behausung mit weiß nicht wie vielen 100 Mitbewohnern. Und wir sind da jetzt ein Neuankömmling, der da reinkommt und sich von unten nach oben hocharbeiten muss. Oben sind die ganzen Loften und so weiter und unten sind so diese die Arbeiterwohnungen. Und wer hilft einem natürlich, die besseren Wohnungen zu finden? Na, natürlich die LBS. Ja, und da werden wir jetzt reinschauen. Wie gesagt, ich habe das Spiel damals vor 20 Jahren mal gespielt, aber ich freue mich, mir das Ganze nochmal anzuschauen, meinen Algenburger und meine Algenlollis zu holen und hoffentlich nicht ohnmächtig vor Müdigkeit umzufallen. Also, los geht's! So, und wir starten hier in der DOS-Box, über die ich das Spiel auch ja, starten muss. Dazu gehen wir jetzt erstmal. Ich habe hier das mit dem ganzen Gemaunte und so weiter schon in einer anderen, in der Startdatei reingeschrieben. Dann müssen wir jetzt nur noch in das Vision-Verzeichnis gehen und das Spiel starten. Und ich habe jetzt hier so eine Darstellungsart gewählt, die, wo das Spiel eigentlich so aussieht, wie es auch damals aussah, möglichst nah daran. Ich mag diese ganzen Weichzeichnungen nicht, die man da theoretisch einstellen kann, die standardmäßig sogar eingestellt sind. Hier sehen wir jetzt erstmal das Meer und wie wir zu unserer neuen Behausung fahren. Übrigens auch die Maussteuerung im Spiel, die ist extrem dämlich in der DOS-Box, was aber nicht an der DOS-Box liegt, oder nicht nur, sondern damit die Maus, vor allem in der Diagonale, ordentlich funktioniert, muss man die Mausbeschleunigung im Windows rausnehmen. Ja, das war das Intro mehr oder weniger. Sehr schöne Musik, wie ich finde, auch wenn ich da jetzt voll reingelabert habe, aber gut. Und ja, die Credits müssen wir uns jetzt nicht vollständig angucken, das klicke ich jetzt weiter. Und jetzt kommt hier so ein hässliches Überblendungsdingen. Genau. Und dann werden wir auch direkt begrüßt von Max, unserem Aufzug. Schau an, ein Besucher. Was heißt hier Besucher? Ich wohne hier. Ich will ja nur mal sehen, wie der Tower von innen aussieht. Immer einen krassen Spruch auf den Lippen, was?
Das heißt, der Besucher, ich wohne hier. Da könnte ja jeder kommen. Das muss ich erstmal testen. Teste. Was musst du wählen, um mit Stone zu sprechen? San Francisco Police Department. 1320 Rockefeller Tower. 1230. Okay, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das eine Kopierschutzabfrage ist, aber das dürfte 1230 sein, wenn man nur diese vierstelligen Codes eingeben kann. Was man aber natürlich nicht weiß, wissen kann, wenn man das Spiel nicht gespielt hat. Hat der jetzt etwa eine neue Nummer? Nee, glaube ich einfach nicht. Okay, versuchen wir mal was anderes. Ja, okay. Wie heißt Zaza mit Nachnamen? Bolschewik? Korrekt. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Ach so, einen Moment noch. Ich brauche noch deinen Namen. Gib doch bitte zunächst deinen Vornamen auf der Tastatur ein. Was für eine Tastatur? Na, die vor deiner Nase. Ich nenne mich jetzt hier einfach mal Mike. Das ist aber ein hübscher Name, Mike. Und jetzt bitte noch den Nachnamen. Dann nehmen wir auch ein Pseudonym. Milligan. Fein, also Mike Milligan. Habe ich das jetzt richtig notiert? Ja, alles korrekt. Oh nein, beim Vornamen habe ich mich wohl vertippt. Der Nachname ist falsch geschrieben. Ja, alles korrekt. Cool, also dann komm doch jetzt endlich herein, bevor du dir etwas abfrierst. Ach, eines noch, bevor ich es vergesse. Wir müssen noch deine Ausrüstung testen. Ausrüstung? Welche Ausrüstung? Nicht nötig, habe ich schon getestet, funktioniert alles einwandfrei. Ausrüstung? Welche Ausrüstung? Na, deine Uhr zum Beispiel. Machen wir einen Zeitvergleich. Tipp mal Z auf deine Tastatur. Es müsste jetzt 12 Uhr und 39 Minuten sein, korrekt? Z. Okay. Ich sollte mir vielleicht hier mal wieder so eine Datei anlegen, wo ich mir Notizen mache. Tabellendokument. Vision. Okay, Z ist Uhr. Korrekt. Gibt es noch mehr? Und können wir wieder wegmachen. Gibt es noch mehr solche Gags? Jede Menge. Aber die Uhr ist schon am wichtigsten. Also, mit S kannst du zwischenzeitlich abspeichern. Ah ja, S. Speichern. Probier es jetzt nicht, während wir uns unterhalten. Geht das nämlich nicht. Schade. Aber wenn du gerade nicht sprichst oder etwas Wichtiges tust, dann geht es. Und wir warten hier so lange auf dich, bis du dich mit L wieder einlädst. Frag dich, nicht wahr? Aha, L. Laden. Phänomenal. Noch was? Kleinigkeiten. Mit M schaltest du die Musik, mit E die Geräusche und mit Alt X verlässt du das Spiel. Alt X. Erlassen. Das andere mache ich sowieso nicht. Außerdem kannst du dir eine Hilfeseite über alle Tasten mit F1 anzeigen lassen. Stark! Und die anderen Tasten, wofür sind die alle? Zum Schreiben, du Depp! Wozu sonst? Die Spezialfunktionen kennst du jetzt alle. Dann kannst du auch endlich reinkommen. Dum, 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 dum. Da haben wir, glaube ich, Green, wenn ich mich recht erinnere. Wow, unglaublich. Du hast es wirklich geschafft, hier reinzukommen. Na, Logo, war doch ein Klacks. Wo bin ich hier eigentlich? Bei dem öden Test würde ich es lieber schaffen, hier wieder rauszukommen. Na, Logo, war doch ein Klacks. Oh ja, das habe ich damals auch mal gesagt. Die alten Zeiten, ja, ja. Aber warte mal, Mike. Hat dich etwa noch niemand empfangen oder dir den Tower erklärt? Nee, noch nicht. Aber du bist ja da. Anscheinend nicht, hat wohl niemand mit mir gerechnet. Habe ich gar nicht nötig, ich schaff das schon. Nein, noch nicht, aber du bist ja da. Ja, weißt du, eigentlich müsste ich ja arbeiten. Aber du bist schon okay, pass auf. Du musst auf jeden Fall in die Servicezentrale. Dort wird der Loretta garantiert weiterhelfen. Aha. Servicezentrale. Loretta. Ich glaube, das ist einfach nur die LBS-Tante. Nur komisch, dass Max, unser Mega-Brain-Super-Kompi, niemanden informiert hat. Aber egal.
Wo ist denn diese Loretta von der Servicezentrale? Max wird es dir bestimmt zeigen. Geh einfach da vorne links bis zum Infolift. Max wartet bestimmt schon auf dich. Tschüss, mein Freund. Datensichtgerät kann man nichts mitmachen. Eine Drohneneinheit. Und da geht's noch weiter. Dies scheint ein Plasmastrahl zu sein. Eine Tür. Aha. Aber hier haben wir auch noch jemanden. Steuereinheit SG-14i. Versorgungsleitung. Lastentransportroboter L-34. Die richtige Tür. Was? Aha. Okay. Mit den Cursor-Tasten bewegt man... Also mit den Pfeiltasten bewegt man das da. Muss man mit der Maus steuern? Oder wie? Das ist ja auch mal eigen. Okay. Oder jetzt mittlerweile ungewohnt. Damals hat man das halt so gemacht, aber... Es kann natürlich jetzt auch sein, dass das eine DOS-Box-Sache ist, aber ich glaube fast, es ist so. Instandsetzung. Jetzt gucken wir nochmal mit dem. Reden wir mit dem Elektroniker. Entschuldige mal, kann ich dich was fragen? Mach's aber kurz, ich bin sehr beschäftigt. Mann, ist das ein toller Rechner. Was machst du denn damit? Ich versuche verzweifelt, den L34 da vorne zu steuern. Irgendeinen Kurzschluss in der Elektrik, den ich nicht finden kann. Kurzschluss? Meine SG7! 1 hat auch sowas gehabt. Damals war das nur das Kristallin-Interface am Interaktor 2 Biochip. Was meinst du? Schön, aber wo muss ich denn jetzt hin? Zapperlot, ich wusste, ich habe etwas Wichtiges vergessen. Danke für den Tipp. Kann ich dir auch irgendwie helfen? Ja, ich suche den Infolift. Ganz einfach. Geh zur Tür da hinten rechts, dann siehst du ihn schon. Noch was? Ja, was soll ich denn da? Nein, danke, das war's, was ich wissen wollte. So lang. Ja, was soll ich denn da? Du wirst sicher gleich von Loretta empfangen. Am besten fragst du Max im Infolift. Ah, Infolift. Ich weiß schon, hier durch die Tür. Du kennst dich ja schon gut aus. War's das? Nein, danke, das war's, was ich wissen wollte. So lang. Okay, dann gehen wir mal durch die Tür. Durch die richtige Tür. Wer ist das? Hallo Mike, wie geht es dir? Was denn? Ich verstehe kein Wort. Du stehst auf meinem Fuß! Oh, das tut mir leid. Schon gut. Soll ich dir helfen? Das geht schon. Ich laufe lieber noch ein bisschen. Ciao. Das ist nett von dir, aber es tut schon nicht mehr so weh. Das ist gut. Es ist mir wirklich peinlich. Gute Besserung. Tschüss. Was ist das? Rechnerwarte. Geh mal einfach mal rein. Was ist das? Philipp Slogan. Was liegt denn an? Nichts. Warum? Na, sowas. Das Gleiche wollte ich dich gerade fragen. Nichts. Warum? Wenn du mich ansprichst, musst du doch was auf dem Herzen haben. Habe ich aber nicht. Wie kommst du denn darauf? Ich hätte was am Herzen. Ich bin doch noch so jung. Du hast nichts am Herzen. Du hast etwas an den Ohren. Hä? Was haben sie gesagt? Habe ich es mir doch gedacht. Auf Wiederhören. Ein Hochleistungsrechner. Ich finde den Humor sehr schön. Wartungstechniker. Mit dem kann man aber nicht reden. Na gut, gehen wir wieder raus. Ja, das hier ist ja mehr oder weniger so wie so alte Dungeon Crawler, wie man sich bewegt. Wer ist das? Ah. Na, was gibt's denn Neues? Das wollte ich dich gerade fragen. Wenn ich was Neues wüsste, wäre ich jetzt nicht hier. Danke, das beantwortet alle Fragen, die ich hatte. Auf Wiedersehen, das wollte ich dich gerade fragen. Mist, ich dachte, du hättest die Infotimes schon gelesen. Ja, Mist, ist aber auch eine gute Idee. Bis dann. Und ich dachte, du hättest Mist. Ich werde es dann mal nachholen. See you. Was ist das? Exportlager.
Larsen Reinström. Sieh mal einer an. Du bist doch Mike. Was machst du denn noch hier? Ich bin auf der Suche nach Max. Am Ende der geraden Zentralgänge findest du die Tür zum Infolift. Da wird dich dann Max zu Loretta bringen, schätze ich. Wo finde ich dich denn normalerweise? Wir sehen uns bestimmt noch rechtzeitig. Bis dann. Ave. Eine sehr starke Stahlwand. Mhm. Kontrollanzeigen für das Becken. Na gut, dann gehen wir mal. Was ist das? Ein mobiler Ionisator. Hier ist ja ordentlich was los. Sieh mal einer an, das ist doch Mike. Was machst du denn hier? Wer bist denn du? Ich bin Larsen Reinström, Ex-Matrose und jetzt U-Boot-Experte. Hatte ich denn keiner empfangen? Nö, wer denn? Wo denn? Was denn? Am Ende der geraden Zentralgänge findest du die Tür zum Infolift. Da wird dich dein Max zu Loretta bringen, schätze ich. Danke dir, dann werde ich mich wohl sputen müssen. Wir sehen uns bestimmt noch rechtzeitig, bla bla. Und da können wir uns Nahrung kaufen. Meine Eurocard passt hier, passt leider nicht. Und sonst kommt da auch nichts raus. Hm. Na gut, auf in den Aufzug. Hallo, hallo, hier ist Loretta Buenasera vom Service Center. Schön, dass ich Sie endlich erreiche. Ich habe schon nach Ihnen suchen lassen, aber das hat sich ja jetzt erledigt. Wo bin ich? Hallo, hallo, was ist los? Ja, richtig. Also erstmal, herzlich willkommen im Rockefeller Tower. Tut mir übrigens leid, dass ich Sie nicht persönlich abholen konnte, aber Sie haben sicherlich Verständnis dafür. Kommen Sie doch einfach bei mir in der LBS-Zentrale vorbei. Ich möchte Ihnen nämlich noch ein paar wichtige Informationen mit auf dem Weg geben. Sie finden mich in Ebene 34, Sektion Grün. Der Lift ist programmiert, Sie automatisch in diese Ebene zu fahren. Gehen Sie dann einfach geradeaus durch die Tür. Bis gleich. Hallo? Hi, was gibt's? Bei mir? Nichts. Wieso? Ich wollte nur fragen, wie es dir so geht. Danke der Nachfrage. Gut, und selbst? Ach ja, kann ich klagen. Prima. Tja, ich muss dann wieder weiter und frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Aha. Ein Datum haben wir hier aber nicht drauf. Wie ist das? Oh. Ups. Aha. Jobvermittlung. Aha. LBS-Zentrale. Aha. Sparkasse. 34 rot. Untouchables ist auf gelb. Ah, okay. Dann gehen wir hier wieder raus. Genau, und Zahn drauf. Mhm. Na, da sind direkt alle drei Sachen. Dies ist die Servicezentrale. Geöffnet 9 bis 18 Uhr. Loretta Buenasera. Guten Tag, Fräulein Buenasera. Hier bin ich. Hallo, haben Sie mich also doch gefunden? Ich glaube, ich erkläre Ihnen erst einmal, was der Tower hier eigentlich ist. Und dann gebe ich Ihnen noch ein paar Tipps, okay? Na dann, schießen Sie mal los. Okay, hoffentlich ist nichts zu langweilig. Also, der Tower ist eine Idee von einem gewissen Rockfellow. Der wohnt hier übrigens auch. Es wird erzählt, dass er sein gesamtes Kapital durch Handel mit Biocomputern verdient hat. Dieses Geld hat er dazu gebraucht, den Tower, ein Jugendtraum, zu verwirklichen. Rockfellow isolierte sich dadurch von der übrigen Welt. Er tat dies, weil er nicht länger die Umwelt ausbeuten und verschmutzen wollte, wie es alle Staaten seit der Einführung der Weltenregierung taten. Er wollte endlich zeigen, dass der Mensch sogar noch zufriedener leben kann, wenn er auch die Natur leben lässt. Rockfellow
wollte seine Idee der perfekten Gesellschaft in einem unabhängigen System verwirklichen. So haben wir hier unsere eigene Währung, Forschung, Versorgung und so weiter und sind absolut selbstversorgend. Ich glaube, das reicht erstmal dazu. Oder haben Sie noch irgendwelche Fragen? Nö, alles klar soweit. Ja, warum sehe ich hier dann hier so wenig Pflanzen? Nun, wir haben hier Sektionen, in denen die Lebensbedingungen für die Flora optimiert sind, da wir die Pflanzen auch für draußen lebensfähig machen wollen. Der Tower ist nämlich so nebenbei auch das weltweit größte Archiv für genetische Strukturen von Pflanzen. So, das war aber jetzt wohl genug Geschichte. Weiter geht's mit Ihnen. Um im Tower zu leben, brauchen Sie auf jeden Fall Geld, damit Sie essen, wohnen und so weiter bezahlen können. Zu Geld kommen Sie natürlich durch Jobs. Was soll ich Ihnen denn zuerst erklären? Ich hab Hunger! Wo gibt's denn hier mal ein anständiges Steak? Also, die richtige Ernährung ist hier im Tower unglaublich wichtig. Allerdings gibt's bei uns keine Steaks oder sowas. Wir ernähren uns komplett von einer riesigen Vielfalt von Algenprodukten. Die werden ja äußerst schmackhaft für jede Geschmacksrichtung zubereitet. Es gibt zum Beispiel Algenburger für den großen Appetit, Algoretten für den kleinen Hunger und den Algenlolli. Den kann ich übrigens wärmstens empfehlen. Der gibt sofort Energie und macht kolossal fit. Naja, ich glaube, ich muss die erstmal testen. Wo gibt's die denn? Bäh, hört sich ja eklig an. Ich glaube, ich esse lieber gar nichts. Wo gibt's die denn? Die besten gibt's bei Wendy's Bauchladen. Aber auch in allen anderen Restaurants oder Kantinen. Wichtig ist nur, dass Sie regelmäßig essen. Gibt es noch irgendetwas, das Sie wissen möchten? Wo soll ich denn heute Nacht schlafen? Kriege ich eine eigene Wohnung? Ich besorge Ihnen im Laufe des Tages noch eine schöne. Treffen wir uns einfach heute Abend in der Piano-Bar auf ein Gläschen Algolite. Sagen wir um 9. Irgendwelche Fragen noch? Muss ich wirklich arbeiten? Nicht unbedingt. Allerdings sollten Sie am Anfang Ihrer Karriere schon mal was tun. Jobs gibt es übrigens in der Jobvermittlung nebenan. Sonst noch was? Mir ist alles klar. Bis dann. Hallo, warten Sie. Gut, dass ich Sie noch erwische. Beinahe hätte ich doch glatt das Wichtigste vergessen. Lassen Sie mich raten. Ihre Adresse? Bestimmt Ihre Telefonnummer? Nicht direkt. Aber Ihre ID-Card. Beinahe hätte ich vergessen, Ihnen Ihre Identifikationskarte zu geben. Ohne die sind Sie nichts im Tower. Eine Nullnummer, wie man so sagt. Danke, und was fange ich mit dem Ding an? Sie brauchen sie für fast alles, um den Snackautomaten, das Infoboard, das Sie ja schon aus dem Lift kennen, und vieles mehr zu benutzen. Ich kann mich damit also frei bewegen? Nicht ganz, wissen Sie, hier darf nicht jeder überall hin, aber wenn Sie irgendwo hin dürfen oder müssen, zum Beispiel für einen Job, wird es auf der Karte vermerkt. Alle Etagen, die Sie benutzen dürfen, sind dann freigeschaltet. Außerdem ist das Ihre Kontaktkarte, mit der Sie alles bargeldlos bezahlen können. Müssen sich allerdings erst einmal in der Bank neben anmelden. Übrigens, passen Sie gut auf die Karte auf, denn wenn Sie sie verlieren, verlieren Sie praktisch Ihre Existenz. Na großartig. Wohin kann ich denn jetzt mit der Karte hinfahren? Überall hin, wo Sie schon einmal waren. Außerdem habe ich Ihnen Ebene 27 freischalten lassen. Da finden Sie die Piano-Bar. Ach, noch etwas. Fräulein Kleefisch von der Jobvermittlung hat gerade angerufen. Es ist gerade ein Job frei geworden. Melden Sie sich einfach in Scottys Büro. Hört sich nicht uninteressant an. Ich werde mal sehen. Alles klar. Erst zur Bank und dann zum Job. Bis heute Abend in der Piano-Bar. Scottys Revier ist die Algenproduktion in den Ebenen 2 bis 5. Schauen Sie doch einfach in die gelben Seiten im Infolift. Vergessen Sie nicht, nach dem Job in die Piano-Bar zu kommen. Bis heute Abend dann. Algenpresse 2 bis 5. 2 bis 5. So, erstmal Kasse. Die Sparkasse. Oh, da ist die Maus ja am Ruckeln. Das ist eine zu harte Animation. Liegt aber dann an der DOS-Box. Karl Krawatti. Guten Tag, geehrter Herr. Mein Name ist Karl Krawatti. Kann ich Ihnen helfen? Netter Anzug, Karl. Hast du mal eine Mark für mich? Guten Tag. Wissen Sie, ich wollte mich über das Finanzsystem informieren lassen. Ich glaube, ich habe mich in der Tür gehört.
Ich wollte mich über das Finanzsystem informieren lassen. Oh, wie schön. Es ist schon länger her, dass ich mein Spezialgebiet jemanden erläutern durfte. Unser System ist das folgende. Um jeglicher Kriminalität vorzubeugen, wurde von Rockfellow persönlich ein absolut sicheres, multifunktionelles Kartensystem entwickelt. Ihre ID-Card ist das Ergebnis. Was das Geld anbelangt, es wurde komplett durch die Multi-ID-Card ersetzt. Sie bezahlen alles mit ihr. Das heißt Nahrungsmittel, Wohnung, Telefon, Energie, jegliche Dienstleistungen und so weiter. Der Vorgang des Bezahlens ist allerdings so automatisiert, dass Sie davon außer durch Ihren Kontostand nichts mitbekommen. Ihr Gehalt wird Ihnen auch automatisch überwiesen. Unsere Währungseinheit heißt Rock. Ein Rock sind 100 Rockies. Übrigens, durch Ihren ersten Besuch hier in der Bank bekommen Sie automatisch ein sogenanntes Startgeld in Höhe von 100 Rocks. Damit können Sie anfangen, was Ihnen beliebt. Alles klar? Na logisch, alles klar. Danke noch und tschüss. So ganz habe ich das noch nicht verstanden. Könnten Sie das vielleicht noch einmal wiederholen? Ja, danke, tschüss. Ich habe zu danken. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Jobvermittlung. Dies ist die Jobvermittlung. Geöffnet 9 bis 18 Uhr. 9 bis 18. Okay. Jetzt schaue ich mir auch mal auf. Kasse 6 bis 15. Na, wenn Excel das nicht automatisch hier in ein Datum umwandeln würde. Moment. Zellen formatieren. Text. Du wandelst das jetzt hier weiter um. Na, wunderbar. Kasse. Moment, müssen wir erstmal hier. Ach, steht jetzt nicht mehr. Wollte ich nicht. Drehen, drehen, drehen. LBS-Zentrale. Sparkasse. 6 bis 15. Service LBS 9 bis 18. Und die Jobvermittlung. Vermittlung 9 bis 18. Okay. Eusebia Klefisch. Scotty wartet schon auf dich. Okay. Na gut. Da läuft die Klefisch auch. Echt Jugendstil. Und da sind halt noch Türen, wo man nicht rein kann. Und das hier führt wahrscheinlich alles zu... Ja, genau. Willkommen, Mike. Endlich bekomme ich dich wieder zu Gesicht. Endlich bist du im Zentrum meiner Aufgabengebiete. Bist du denn bisher zurechtgekommen? Macht echt Spaß hier. Ich suche Scottys Büro. Ging so. Ich weiß immer noch nicht, was ich alles soll. Was das alles soll. Macht echt Spaß hier. Oh, danke. Ich werde versuchen, dass das so bleibt. Ich glaube allerdings, es wäre gut, dir erst einmal Informationen über meinen Infolift zu geben. Der spielt hier nämlich eine wirklich zentrale Rolle. Er ist nämlich nicht nur das Zentrum des Towers, sondern auch die Datenschnittstelle und natürlich auch ein wenig Aufzug. Das ist allerdings nicht alles, was ich kann. Hättest du Lust, dir erklären zu lassen, was du im Aufzug alles kannst? Das ist doch wichtig, natürlich! Dann leg ich mal los, sei aber nicht zu schnell genervt. Das ist ein komplexes Thema. Ich wiederhole mich auch gerne, wenn ich zu umständlich erklärt habe. Also, wie mir scheint, bist du mit meinem System noch nicht vertraut. Möchtest du vielleicht erst einmal ein paar generelle Infos? Wer bist du eigentlich? Ich bin Max, virtuelle Persönlichkeit, geschaffen zum Helfer des Benutzers und Überwacher des Infolifts. Du möchtest doch bestimmt noch mehr erfahren. Wie kann ich helfen? Ein paar direkte Infos über das Infoboard täten mit gut. Was ist das Infoterminal überhaupt? Ein paar direkte Infos. Okay, über welchen Bereich kann ich dich informieren? Kommunikation. Der Bereich Kommunikation erstreckt sich über die oberen beiden Tasten des Infoterminal-Hauptmenüs. Er ist in zwei Unterbereiche unterteilt.
Kommunikation mit Max. Du befindest dich gerade in diesem Menü. Zweitens, Telefon mit Anrufbeantworter. Das Telefon funktioniert folgendermaßen. Sag schon! Der Menüpunkt Telefon oben rechts ruft die gelben Telefonseiten auf. Dadurch die Anwahl eines Gesprächspartners wird ein visueller Anrufbeantworter der Person eingeblendet, der dich über den Tagesablauf der Person informiert. Eine ähnliche Form von gelben Seiten findest du auch in den Menüpunkten Bewegung und Orientierung. Ja, nein, wie war das nochmal? Ja. Okay, über welchen Bereich kann ich dich informieren? Orientierung. Der Bereich Orientierung befindet sich in der Mitte des Infoterminal-Hauptmenüs. Er umfasst die Unterbereiche, Tower umfasst die Lift-Funktionen und Level, er dient zur Orientierung. Kannst du mir das genauer erklären? Selbstverständlich. Also, die beiden Menüpunkte des Bereichs Orientierung sind wahrscheinlich die wichtigsten. Hier steuerst du nämlich deine Bewegung. Welchen Bereich soll ich dir zuerst erklären? Die Tower-Karte. Okay, in der Tower-Karte wird die Bewegung des Lifts gesteuert. Die aktuelle Levelnummer und Position wird auf dem Tower-Querschnitt angezeigt. Man kann nun in den Querschnitt das Ziellevel an der entsprechenden Position durch Anklicken anwählen. Die Farbsektion kann ebenso ausgewählt werden, indem man einfach auf den Sektionswähler links oben klickt. Man beachte allerdings, dass nicht in jedem Level alle Sektionen einen Lifteingang besitzen. Nach der Level- und Sektionsauswahl wird mit der OK-Taste bestätigt. Drückt man nun auf die Eject-Taste neben dem ID-Kartenschlitz, befindet man sich an der Zielposition. Im Tower-Menü kann man auch noch die gelben Seiten aufrufen, indem man die Fragezeichen-Taste drückt. Hier kann man erfahren, welcher der wichtigen Orte sich in welchem Level befindet. Super wichtig! Die daneben liegende Taste steuert den Ausguckmodus für Fahrten, deren Weg zwischen Level 10 und 27 der Erlebniswelt liegt. Ganz schön komplex, nicht? No problem, ich hab's gerafft. Na dann viel Spaß im Tower. Oh, das letzte wollte ich aber ja auch noch. Max! Brauch Hilfe! Hallo, welche Infos kann ich dir geben? Erklärung des Infoterminals. Wie mir scheint, bist du mit meinem System noch nicht vertraut. Systemerklärung. Information. Der Bereich Information befindet sich im unteren Bereich des Infoboard-Hauptmenüs. Über welchen der Bereiche Zeitung und persönliche Information kann ich dich informieren? Zeitung. In dem Menüpunkt Zeitung unten rechts kannst du mit den beiden mittigen Tasten zwischen dem Anzeigeteil und dem Nachrichtenteil hin und her schalten. Mit den äußeren Pfeiltasten kannst du den Text scrollen, das heißt auf- und abbewegen. Im Anzeigenteil am Ende der Zeitung kannst du übrigens auch Jobs finden. Aha. Interessant, mir reicht's jetzt aber. Kann ich noch mehr erfahren? Okay, über welchen Bereich? Oh, Informationen? Ja. Persönliche Informationen. Im Menüpunkt Persönliche Informationen unten links findest du Daten, die ich oder du über dich selbst gespeichert habe. Das sind Statuswerte, die anzeigen, was du noch brauchst, um eine neue Wohnung zu bekommen. Der momentane Wert wird genau wie der benötigte angezeigt. Diese Statuswerte sind Kaution, Sympathie und Informationen über Geschehnisse im Tower. Hast du alle Kriterien erfüllt, geht's weiter rauf in der Karriereleiter. Ziemlich einfach, nicht? Was ist los? Alles klar, aber da wäre noch was. Was ist los? Im Menüpunkt persönliche Informationen. Okay, das ist alles nochmal. Ja. Alles klar, aber da wäre noch was. Okay, bei welchen? Naja, eigentlich sind wir bedient. Okay. Also. Keinen, ich schaff das schon. Gucken jetzt noch hier rein. Nummer wählen. Alma Atta. Dora Dolphin, die rufen wir jetzt einfach mal an. Dora Dolphin, es ist leider keiner da. Wenn es dringend ist, ich bin von 6 bis 12 Uhr in der Fischaufzucht Ebene 1 zu erreichen. Tschüss. Mhm. So, dann haben wir hier unser persönliches Ding. Sympathie 2. Dein Sympathiestand. Information. Dein aktueller Informationsstand. Miete. Fitness. Ernährung. Ernährung. Du hast gut gegessen.
Du bist super fit. Deine täglichen Mietausgaben. Zeitung. Infotimes. Großer Fall von Wirtschaftskriminalität in Softwareindustrie. Wie gestern bekannt wurde, hat der Softwareproduzent Ralf Sturz, wie immer Sturz besoffen, sein Unternehmen durch Misswirtschaft fast in den Ruin getrieben. Angaben seiner Mitarbeiter zufolge soll er mit voller Absicht seine besten Mitarbeiter so schlecht behandeln, dass niemand mehr mit ihm zusammenarbeiten will. Es sind mittlerweile unbestätigte Vermutungen im Umlauf, die besagen, dass es sich hierbei um einen der größten Sabotagefälle der Geschichte der internationalen Software-Szene handeln soll. Ein bisher nicht bekannter Konzern, der mit Herrn Sturz Unternehmen in Konkurrenz steht, soll Herrn Sturz bei gelungener Aktion einen Beitrag von mindestens 10 Millionen Rocks geboten haben. Angesichts des mageren Gehalts, das Herr Sturz bezieht, sicher eine große Versuchung. Umbaumaßnahmen abgeschlossen. Die umfangreichen Umbaumaßnahmen in den Verbindungsorten sind erfolgreich abgeschlossen. So ist es jetzt nach der Flurbereinigung zum Teil einfacher möglich, einige Räume zu erreichen, da an einigen Stellen Gangdurchbrüche eingerichtet wurden. Den Besitzern der hierdurch unbrauchbar gemachten Räume ist an anderer Stelle ein Ersatzraum gestellt worden, um die schutzwürdigen Interessen einiger Towerbewohner zu wahren. Sind auch an wenigen Stellen Gänge geschlossen worden. Wie uns Philipp Slogan mitteilte, werden gerade die neuen Level-Maps von Zenith Illustruglo hergestellt. Ich glaube, das ist sogar der Grafiker von dem Spiel, der Levelbauer oder so. Es kann also noch etwas dauern, bis alle Infoterminals auf dem neuesten Stand sind und auch die Neuerungen enthalten. Mysteriöser Fund bei Los Angeles. Trotz der äußerst wie viel ist denn das hier insgesamt? Ach, hier unten, das ist, da ist es ein Horoskop. Ja, Horoskop. Beruf, denken Sie daran. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Aha. Ja, ich glaube, das muss ich jetzt nicht alles lesen. Okay, wir gehen dann das ist die aktuelle. 2 bis 5 sollten wir hin. Ja, damit mit den Pfeiltasten kann man da nicht viel machen. Achso, ich kann jetzt Algenpresse anklicken. Algenpresse, Level 4, grün. Und so gar nicht hin, aber gut, fahren wir einfach mal hin. Mhm. Dum, 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 dum. Vielleicht hätte ich mir vorher den Floorplan angucken sollen. Da ist jedenfalls die Tür. Garage! Gehen wir einfach mal rein. Fahrzeugadapter zur Bodenprobenentnahme. Pilot. Der mag aber nicht reden. Na gut, dann gehen wir wieder. Algenpresse. Die Überwachungseinheit der Algenpresse. Scotty Green. Hey, was machst du denn hier unten? Hast du dich verlaufen? Weiß ich noch nicht. Sind Sie Scotty Green? Ja, da bin ich, beim Klabautermann. Was willst du denn von mir? Loretta schickte mich zu Ihnen. So, die flotte Nixe. Ist sie jetzt doch weich geworden? Will sie sich mit mir treffen?
Ich glaube nicht. Loretta meinte, sie hätten vielleicht einen Job für mich. Mast und Schottbruch. Das hartnäckige Luder. Aber einen Job? Als was sollte ich denn so eine grüne Landratte anheuern? Sollte ich sie gerade fragen? Hey Popeye, mach mal nicht so einen Wind. Das haben wir gerne. Keine 2 Minuten an Deck und schon meutern. Dabei könnten wir gut miteinander auskommen. Okay, lassen Sie uns miteinander auskommen. Sorgen wir für mein Einkommen. Kommt zur Sache, Captain. Also da rechts sind die Algen. Da nimmst du einfach eine Handvoll und die wirfst du rechts in den T-1000-Algenpresse. Dann betätigst du den grünen Hebel und zack, kommt auf der linken Seite ein Brikett heraus. Das läuft schließlich noch durch die Prüfwaage, wo der Ausschuss aussortiert wird. Alles völlig idiotensicher. Links ist eine Anzeige, wo der Bedarf an den verschiedenen Briketts große oder kleine countdown-mäßig heruntergezählt wird. Ach ja, eine Handvoll Algen ergibt einen kleinen Brikett, 2 gibt nix und 3 Portionen werden zu einem großen Brikett. Das ist es eigentlich schon. Noch Fragen? So schwer war es ja nicht. Zur Algenpresse kommt jeder, der schnell ein bisschen Kleingeld braucht. Auch der große Rockfellow hat ja schon seine Briketts gepresst. Kennen Sie Rockfellow persönlich? Hin und wieder schnacken wir über die alten Zeiten, aber in letzter Zeit ist es etwas ruhig um ihn geworden. Ich denke, er arbeitet zu viel. Ach ja, apropos Arbeiten, ich wollte doch noch irgendwas. Er scheint ja etwas auf dem Kasten zu haben. Ob ich ihn wohl mal treffe? Wenn du auch was auf dem Kasten hast, sicherlich. Aber jetzt an die Arbeit. Briketts pressen. Na gut, dann wollen wir mal pressen. Eine Handvoll Algen. Und ein Höllenjob. Das erinnert schon fast so ein bisschen an Papers, Please. Die Jobs sind allerdings nicht alle so monoton wie der hier. Aber so hier diese, wie die Minispiele eingebunden sind, gefällt mir eigentlich ganz gut. Batsch. Noch zum Meister Algenpresser. Oh, vielleicht auch nicht, denn die waren zu viel. Einfach weggeworfen. Na gut, nehmen wir 3. Wir können ja mal gucken, was passiert, wenn man 2 macht. Gar nichts. Alter. Und was, wenn ich da 4 reinwerfe? Ein richtig großer Brikett. Ja, noch mehr reinmachen. Mal gucken, ob das Ding verstopft. Lolala. Ne. Ja, das waren sie. Dunner Knipsel, hast du schließlich doch noch geschafft. 100.000 Höllenhunde, das war eine prima Schicht, die du da hingelegt hast. Kunststück bei so einer einfachen Aufgabe. Dann wollen wir mal sehen, was du verdient hast. Also für die ersten Großen gibt es einen Rockermann, also je 5 Rocks. Und für die Kleinen je 2. Das macht... Keine Ahnung, wie viel ich da gemacht habe. Natürlich 48. Rechnen kannst du also auch nicht. 37 Rocks macht das. Die überweise ich auf deine Karte. Fein. Richtig, hier kannst du immer wieder vorbeikommen, wenn du keine Rocks hast und einen Job brauchst. Vielleicht habe ich aber später noch etwas anderes für dich. Du Landratte, kannst du übrigens, wenn du einen neuen Job suchst, zwischen 6 und 12 Uhr zu mir in die Algenfischerei in Ebene 2 kommen. Aha. Algenfischerei. Ebene 2. Aber erst, wenn du eine neue Koja hast. Na gut. Gucken wir auf die Uhr. Ja, dann ist es ja fast Zeit, die Tante zu treffen. Wenn ich jetzt wieder zum Aufzug komme. Aber dafür haben wir hier diese Dinger. Aha.
Was ist denn das andere? Hier ist der Plan von Level 4. Das ist ja ein Ding. Algenpresse, Garage, Hydraulik, Kontrollraum. Das ist auch ein T. Prozesssteuerung. Na gut, müssen wir jetzt nicht überall hin. Na gut, im Endeffekt ist das ja natürlich hier einfach ein Kreis. Zum Aufzug kommt man immer, wenn man einfach, man kann ja hier sehen, das hier geht nach links. Also geht's da in die Mitte. Und dann. Jetzt ist es schon nach 22.55 Uhr. Meinst du nicht, du solltest jetzt zu Loretta in die Pianobar gehen? Auf jeden Fall! Die Pianobar ist in Ebene 27, Sektion Rot. Aber das weißt du bestimmt schon aus den gelben Seiten. Da konnte man das nachgucken. Ne, da war das, oder? Ne, das war die Zeitung. Ah, hier. Ich hab schon eine ganze Menge. Piano Bar. 27 Rot, ja. Ding. Und hier kann man sich die Außensicht angucken, ne? Naja, wir sind anscheinend da. Okay, das war auch nicht das Erlebnis für Öl. Oder vielleicht doch, keine Ahnung. Piano Bar. Wer ist das? Fred Fräser. Hey, du siehst ziemlich verloren aus. Kann ich dir irgendwie helfen? Dich hat der Himmel geschickt. Ich glaube, ich habe mich verirrt. Nett, dass du fragst. Ich habe da so viele Unklarheiten. Oh, ich fürchte fast, du setzt zu viel Hoffnung in mich. Ich bin ein Passant und kein Psychiater. Psychiater? Ist es denn schon so weit mit mir gekommen? Sehe ich so aus, als müsste ich zum Psychiater? Aber sicher kannst du mir helfen, mich hier nur ein bisschen besser zurechtzufinden. Sehe ich so aus, müsste ich zum Psychiater? In der Tat, du siehst blass aus. Isst du auch immer regelmäßig? Naja, nicht immer, aber immer öfter. Hast du irgendwelche wertvollen Tipps, punkto Ernährung für mich? Also das mit der richtigen Ernährung, das ist eine Sache. Was du nicht sagst. Ich dachte, du hättest danach noch etwas, das ich nicht weiß. Und was für eine Sache? Wo bekomme ich denn her, was zu futtern? Und was gibt es denn so alles? Also über falsche Ernährung weiß ich jetzt schon genug. Dauernd nur Algenburger. Das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Und was für eine Sache? Wo bekomme ich denn so etwas her? Na, zunächst mal verschiedene Burger aus den Snackbars. Dann die vielen leckeren Lollis. Und schließlich wäre da noch Chess Jack, das Vier-Seesterne-Restaurant. Verschiedene Burger? Ich dachte, es nur die Farbstoffe wären da unterschiedlich. Oh, da tust du unseren Fast-Futter-Produzenten aber Unrecht. Die vier unterschiedlichen Rezepturen decken jeweils eigene Nährstoffkomplexe ab. Mir reicht's jedenfalls erstmal. Danke für die Tipps. Ciao. Was mit den Lollis? Nun ja, es gibt viele verschiedene Sorten bzw. Farben. Jeder hat also seine eigenen Vorliebe. Allen gleich ist die wunderbare belebende Wirkung. Wer kann schon dazu schon wahrscheinlich Nein sagen oder so? Wo gibt's diese Lollis? Nein, Dextras Lolly Shop in der Erlebniswelt, Level 11. Geh da mal vorbei. Das reicht mir erstmal. Vielen Dank für den kulinarischen Streifzug. Hoffentlich sieht man sich mal wieder. Aha. Dextras Lolly Shop. Level 11. Man wird sehen. Auf Wiedersehen. Na gut, dann reden wir hier mal mit der, mit der wir reden sollten. Hallo, Miss Buenasera. Hallihallo, bin ich zu spät? Hi, ich bin schon da. Hallo, Mrs. Buenasera. Hallo, Mike. Sie sind ja richtig pünktlich. Wir sind ja nämlich alle sehr termingebunden. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Tag. Naja, es geht so. Überhaupt nicht, ziemlich öder Job. Ja doch, es war sehr baulich. Naja, es geht so. Wir sollen etwas trinken. Wie wär's mit einer Algolite? Ich lade Sie ein. Algolite? Ich hab's gewusst, das ist der Abend vor dem Morgen danach.
Gibt's auch eine normale Limo? Keine Widerrede. Ein Begrüßungsschlückchen muss sein. Das ist so Sitte. Aber nun erzählen Sie. Wie war der erste Tag in den Hallen des großen Rockfellow? Mächtige Diele, schlecht ausgeschildert. Ich hab mich ein paar Mal verlaufen. Hübsche Hütte insgesamt. Muss eine Menge Geld gekostet haben. Wer ist dieser Rockfellow eigentlich? Schlecht ausgeschildert. Ich hab mich ein paar Mal verlaufen. Ja, die Orientierung ist ein Problem. Aber auf jedem Infoboard finden Sie einen Lageplan des Decks, in dem Sie sich gerade befinden. Ach, das Ding. Prima. Sache sind Sie aber auch nicht von schlechten Eltern. Hat sich das alles dieser Rockfellow ausgedacht? Wer ist das eigentlich? Naja, viel weiß ich auch nicht. Außer, dass der Meister wohl ziemlich viel Geld hatte und alles in diesen Tower gesteckt hat. Gesehen habe ich ihn, glaube ich, noch nie. Was heißt, glauben Sie? Naja, der Meister lebt ziemlich zurückgezogen. Oben unter der Kuppel des Towers. Aber es gibt Gerüchte, dass er manchmal inkognito durch die Hallen wandert. Merkwürdiger Kauz. Wird ihn gerne mal kennenlernen. Inkognito? Mit so einer Maske? Ich glaube schon. Jedenfalls kenne ich keinen, der ihn schon mal gesehen hätte, außer... Ach du liebe Zeit, schon 31.32 Uhr und ich muss morgen wieder früh raus. Dabei wollte ich Ihnen doch Ihre Wohnung in Ebene 5 zeigen. Ich führe Sie sofort hin. Hier ist es. Zugegeben, diese Wohnung ist noch nicht besonders aufregend. Aber für den Anfang geht's doch, oder? Und vielleicht bringen Sie es ja richtig zu Geld und können sich... weiter oben einquartieren. Normalerweise hilft Vitamin B weiter, aber in Ihrem Fall, naja, immerhin kennen Sie mich ja schon und die Pianobar. Vitamin B? Wahrscheinlich auch wieder so ein Grünzeug. Die Miete wird automatisch von Ihrem Konto abgezogen. Sie wissen ja, die ID-Card. Die Einrichtung hier wird sich natürlich ändern, je höher Sie auf der Karriereleiter aufsteigen. Kommen Sie doch morgen nach dem Frühstück in mein Büro in die der LBS-Zentrale. Aber jetzt schlafen Sie sich hier in Ebene 5 erstmal richtig aus. Vielen Dank, Mrs. Buena Serra. Freut mich, Sie kennengelernt zu haben. Na dann, nichts wie ab in die Federn. Nicht, Nacht, Mrs. oder Madame. Allein und Sie, wie wär's mit einem Drink bei mir? Miss oder Madame? Gute Nacht, junger Mann. Wie viel Uhr haben wir? 21.38 Uhr, da sind wir wahrscheinlich unten gewesen. Algodrink. Orangenbaum in Blüte. Der Barbier von Rockilla. Er kann sehr gemütlich sein. Aha. Mona Lisa. Die Frau des Architekten. Mhm. Hallo, hier spricht dein Bett. Möchtest du mit mir schlafen? Aber natürlich, Bett, ich brauche unbedingt etwas Ruhe. Nein, danke, ich komme später noch darauf zurück. Betten können doch nicht sprechen. Eigentlich richtig. Ich bin aber ein spezielles Komfortbett mit Spracherkennung und Ausgabe. Außerdem kann ich durch meine Stimulatoren dich genauso lange schlafen lassen, wie du möchtest. Wie sieht's aus? Willst du nun schlafen? Ich würde mich freuen. Aber natürlich, Bett, ich brauche unbedingt etwas Ruhe. Wunderbar. Wie lange möchtest du denn schlafen? Ja, 8 Stunden, würde ich sagen. Okay, kein Problem. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Hoffentlich träumst du was Schönes. Die haben so ein bisschen was Hypnotisches, die Träume. Und damit kann man ein bisschen sehen, was demnächst kommt. So, wir haben es aber noch jetzt ziemlich früh, weil habe ich jetzt nicht bedacht, weil 8 Uhr,
ja doch ein bisschen. 8 Stunden und 6 Uhr ist ja noch ein bisschen früh. Aber wurscht, ja, werde ich dann als auch erstmal einen Speicherstand machen. So. Und dann werden wir beim nächsten Mal weiterschauen und wieder bei der LBS-Tante vorbeischauen und gucken, was dieser zu sagen hat und vielleicht vorher noch ein bisschen hier erkunden. Gut, ja, dann ciao und bis zum nächsten Mal.